Die Lunards haben sich anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich eine Clubtour. Aber das ist keine gewöhnliche Clubtour. Sie haben sich gesagt, wir spielen einfach in jedem Club zwei Abende und spielen am ersten Abend mehr englische Songs von uns und am zweiten Abend mehr deutsche Songs. Wir hatten das Glück, am ersten Abend in der Goose Station in Dresden dabei zu sein und es war eine absolute Riesenparty. Für alle, die bei diesem nervigen Vorverkauf vielleicht keine Tickets ergattern konnten, ihr müsst nicht traurig sein. Wir haben die Highlights vom Konzert für euch zusammengeschnitten und deshalb viel Spaß mit den Donuts in der Goose Station in Dresden. Ich könnte Fug und Recht behaupten, dass das hier auf der ganzen Tour der wenigste Platz auf der Bühne ist. Und die meisten Male, dass wir uns heute schon gegenseitig umgerannt haben. Ich will auf jeden Fall jeden einmal heute gesehen haben, also immer hier schön einmal rum. Ja, das ist das sogenannte Begrüßungsrotationsprinzip. Also wenn ihr, also wenn man bei Alka ankommt, Alka für jeden 5 Euro immer. Achso, wer sind denn überhaupt die Big Spender? Richtig, wir sind die Donuts. Hallo, was geht? Ganz wichtig, was wir auch in den letzten Tagen hatten, ist voll geil, wenn ihr crowdsurft, aber es ist auch richtig scheiße, viele, die da stehen und das in eure Füße ins Gesicht kriegen und so. Feiert, tanzt wie verrückt, aber weil wir hier auch niemanden auffangen können vorne, ihr werdet euch wahnsinnig verletzen, verzichtet am besten auf das Crowdsurfen, das ist dann cool für die anderen Leute auch und so und ihr verletzt euch nicht vorne. Also ganz kurz, ihr seid ja am ersten von zwei Dresden-Abenden. Das ist der englischsprachigere Abend. Das heißt, wir haben mehr englische Songs auf der Liste. Sehr schönes Wort, englischsprachigere.
schön, wenn man mal solche Touren wie diese hier jetzt kurz vor dem 30. Geburtstag spielt und einfach sagt, ey, weißt du was, scheiß drauf, knet mal bitte die Restsynapsen in deinem Kopf durch, solange das noch geht und das kein anderer für dich machen muss mit dem Taser. Und dann schreib mal andere Setlisten auf. Mach mal nicht das, was du immer machst. Ich hab grad wieder einen, hä? Der Song kommt jetzt, Moment. Ja, jetzt geht's so wieder Richtung, warte, ich rechne, 2004. Dann 2002. Da waren wir noch fresh. Ratchet Boy! Jetzt folgende, ich komme rein zu euch und ihr macht ein Circle Pit um mich drum herum. Boah, ey, ohne Scheiß, was ist denn das überhaupt für ein geiler Club, dass man sich hier einfach in der Mitte anlehnen kann und eine Show guckt? Mach doch mal. Was mach ich eigentlich auf der Bühne? Bin ich bescheuert, oder? Ey, weiter auseinander, ey, wollt ihr euch erzählen, dass das alles ist? Dresden hat aber bei den Besten gelernt, was Circle Pits angeht. Um den Pfosten! Um den Pfosten! Genau. Denn alles muss kaputt sein! Schön, dass wir jetzt zwei Tage haben. Wer ist morgen auch noch dabei? Ach geil. Nachdem wir heute alle 17 Liter Schweiß verloren haben,
wenn wir das später alles in Flaschen abfüllen und über Flaschenpost verkaufen. Wir sind die Donuts aus Hindenburg und freuen uns riesig, hier in der legendären Groove Station sein zu dürfen. Und ganz im Ernst, wir sind saunett empfangen worden. Vielen, vielen Dank an die Groove Station. Wir werden am 16.04. 30 Jahre alt. Man glaubt es kaum, wir sehen aus wie als wären es noch 29 Jahre. Können wir ein letztes Mal das Licht so aushaben hier in der Groove Station? Weil pass auf, wie geil sieht das aus, wenn jetzt alle Handys und Feuerzeuge rausholen und Flammenwerfer. Shut your eyes. Solche Abende macht mir diesen Scheiß jetzt fast 30 Jahre lang. Es ist einfach nur vorbei. Es war absolut fantastisch. Vielen Dank und Happy Birthday, liebe Donuts. Wer noch mehr Highlights will, kann hier bei Electric Cowboy in Dresden vorbeischauen. Auch einen anderen geilen Content gibt's hier. Also am besten Pit Report abonnieren, um weitere News, Reviews, Rankings und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wir sehen uns im Pit.